Hallo liebe Freunde, ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sicher schon bemerkt habt, in diesem Video geht es um Likes, da die Oberflächlichkeit ja immer mehr zunimmt und immer mehr Leute sich auf Likes konzentrieren, habe ich mir gedacht, es ist wert, mal ein Video drüber zu machen. Und wir fangen auch einfach. Yo Leute, Dope is Shit 123 ist mal wieder am Start. Checkt unbedingt meinen Channel ab. Ja, ich habe ein neues Video hochgeladen, aussehen bewerten. Unbedingt liken, kriegt unbedingt was zurück. Was machst du hier? Wer hat dich reingelassen? Ah, ja, Bro, ich hab mich rein teleportiert, ja? Das kannst du nicht, das können nur YouTuber, die Pranks machen, ja? Und dazu aussehen bewerten Videos. Die werden irgendwann so einen Status erreicht haben, in dem sie einfach überall sich hin teleportieren können, weil sie überall auf der Straße erscheinen können. Das ist irgendwie so eine neue Physikmechanik. Ich hab keinen Plan, wie das funktioniert, aber ja, ich hab mich auf jeden Fall jetzt in deine Bude hier teleportiert und ja. Dope is Shit 123 hat gelernt zu teleportieren. Na super. Ja, was willst du? Ich dachte mir, ich mache einfach mal hier auf meinen Channel aufmerksam nochmal, weil deine Zuschauer können dann auf jeden Fall mal einen richtig guten Kanal abchecken und wissen, was gut ist. Deine Formate müssen umgekrempelt werden, aber sowas von dringend, auf jeden Fall. Guck dich mal an, du bist überhaupt nicht real, du bist ein YouTube-Zombie, Alter. Schau dich mal an, es ist furchtbar, wirklich. Ich gebe dir mal einen Tipp. Bleib hier und du lernst was. Glaub es mir. Du willst mir Tipps geben mit deinen paar hundert Abonnenten? Na, alles klar. Hört euch den mal an. Ich wette, du schaffst es nicht, hier zu bleiben und zu lernen. Ich wette, du brichst ab, weil du einfach viel zu dumm bist. Ja? Dann laber halt einfach mal. Das ist eh nur Scheiße. So, Leute, wir fangen an mit dem Video. Bleibt dran, seid gespannt. Tja, vor Jahren dachte man sich, ach, sowas passiert doch eh nicht. Soziale Netzwerke, wo man Beiträge posten kann, kommentieren und liken kann. Macht Bock? Yes, aber was halte ich denn eigentlich genau davon? Also ich finde, es ist ein durchwachsenes Thema. Ich weiß, an sich ist es eine tolle Möglichkeit, mit Leuten zu connecten, um in Verbindung zu bleiben, jedoch finde ich, frisst sich dieses Like-Ding in die Hirne der Menschen. Wer viele Likes hat, ist super, wer wenig Likes hat, ist nicht super? Bullshit. Menschen fangen an, sich über Insta-Accounts und Facebook zu definieren, quasi Idealisierung der Persönlichkeit über ein tolles Profil. Also ich jedenfalls bin nicht so. Natürlich poste ich Bilder und freue mich auf Reaktionen, aber ich setze es nicht so heftig krass in mein Brain rein. Das ist irgendwie ein bisschen, finde ich irgendwie komisch. That is weird. Was aber die absolute Oberhärte ist, dass gerade im Künstlerbereich Berufe nur über ein gepflegtes Insta-Profil vermittelt werden, in Anführungszeichen. Also Instagram-Profile mit 2000 Followern mindestens. Das finde ich einfach nur heftig. Die Qualität wird nicht gesehen. Einfach nur die Zahlen. Sorry ey, aber das geht absolut gar nicht klar. Stellt euch mal vor, ihr geht auf eine Schauspielschule, ihr arbeitet hart, mit Fleiß und Mühen und dann schafft ihr den Abschluss und ihr seht die Chance eures Lebens bei irgendeinem Job. Und es funktioniert nicht, es klappt nicht. Ihr werdet nicht angenommen, weil ihr nur 200 Follower bei Instagram habt. Weil ihr nicht die Reichweite habt, die erwartet wird. Yeah. Bro, deine Formate müssen einfach umgekrempelt werden. Ich hab's dir gerade schon gesagt, Mann. Du brauchst Challenges, Aussehen bewerten, Pranks brauchst du auf jeden Fall noch. Und das ganz Wichtige, Sexfragen im Interview. Weißt du, so hier, weil Menschen so auf der Straße fragen nach hier Sex und so. Diese Assi-Formate, die jeder zweite YouTuber benutzt, um groß zu werden. Das sind die besten Formate und ihr mögt sie doch, oder Leute? Ihr liebt sie, ich weiß es, ihr liebt. Sorry, aber es juckt mich wirklich nicht. Und das Ding ist halt, die Kinder wachsen mit Social Media auf. Sie kriegen jeden Tag mit, wie Instagram funktioniert, wie Facebook funktioniert und die Eindrücke, die sie bekommen, nehmen sie natürlich auf und merken sich das. Das Ding ist, wenn es keine Menschen gibt, die denen sagen, das ist zu extrem, wenn man das den ganzen Tag macht oder wenn man das und das so macht, dann geht das in eine komplett falsche Richtung und dann werden wir in ein paar Jahren eine Generation haben, eine Gesellschaft von Social Media Zombies. Tja Leute, dann haben wir Walking Dead in real life, man. Stellt es euch einfach mal vor, eine Welt, in der man einen Job nur noch durch Social Media Accounts bekommt. Oder Grundbedürfnisse wie Nahrung, Medizin, Kleidung, all solche Dinge. Wenn dieser Tag kommt,
werde ich eine Party schmeißen. Nein, Spaß. Dann habe ich hoffentlich meine Raumstation fertig gebaut und kann mir endlich einen Planeten irgendwo aussuchen, in irgendeiner Paralleldimension oder so. Weil dann habe ich wirklich die Hoffnung für Planet Erde aufgegeben. Leute, wenn das wirklich irgendwann so wäre, ey. Oh, ich hätte echt keine Lust mehr auf die Welt, ohne Scheiß. Was meinst du? Die ganze Welt wird so? Ja, und Leute wie du sind der Anfang. Das musst du erkennen, Herr Dopes Shit 123. No. Da haben wir überhaupt keine Chance mehr. Wenn die ganze Welt nur noch aus Social Media besteht, wir sind am Arsch, Alter. Zeigen. Ich wollte dir doch nur zeigen, was für ein krasser Typ ich bin. Und dass jeder so sein soll. Damit man cool ist und ein geiles Leben hat. Cool. Ich mach die Welt damit kaputt, Mann. Ich merke es. Scheiße. Ich könnte mit YouTuber aufhören. Und einen neuen Channel starten. Richtig gut. Verstehst du? Könnte ich machen. Aber du meintest doch gerade, ein Restaurant könnte es irgendwann geben, was man nur mit einem gepflegten Instagram-Profil betreten kann. Das ist es nämlich. Ich mache ein Restaurant auf, Leute. Mein Business wird dann noch größer werden. Dope as shit 123, der Restaurantbesitzer. Und man kann das Restaurant nur betreten, wenn man ein Instagram-Profil hat mit mindestens 3000 Followern. Verstehst du? Das ist der Trick, Mann. Boah, du bist der Beste. Du bist gar nicht so scheiße. Ich hab dich voll gehört. Jawohl. Danke dir, Mann. Ich ruf an oder so. Wow. So, also an alle Teens, die auch gerade zuschauen, alle Jüngeren. Leute, achtet darauf, dass ihr Instagram und Facebook ganz normal nutzt. Ich weiß, irgendwie ist es ja so ein Trend geworden, dass man da irgendwie so Leute markiert und immer so heftige Sprüche postet. Manchmal finde ich es auch ganz cool, aber ja, achtet einfach darauf, dass es nicht zu krass wird und dass ihr eure Gedanken, euer Brain nur noch so darauf richtet. Das ist scheiße. Ja. Deshalb möchte ich jetzt auch mit diesem Video nochmal alle Eltern animieren, vor allen Dingen Single-Mütter. Meine Nummer ist übrigens in der Videobeschreibung. Spaß, Spaß. Ich möchte alle Eltern dazu animieren, dass sie ein Auge auf die Kinder haben und dass sie Instagram halt gesund nutzen, dass man darauf achtet, wie sie halt damit umgehen, wie sie halt zu anderen stehen und so. Weil sonst hat man wirklich eine Gesellschaft irgendwann, die so krass ist. Und ja, wer die Serie Black Mirror kennt, ich verlinke mal einen Trailer in die Videobeschreibung, der weiß, sowas ist einfach nur scheiße, wirklich. Und ja, aber sowas machen ja Erwachsene auch, die benehmen sich ja auch teilweise. Ja, so, also, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, ein Like, ironisch. Gebt einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Nächste Video wird übrigens so ein kleines Short-Movie-Projekt wieder werden. Also quasi so eine Schauspielszene. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, peace und wir sehen uns.